herzlich willkommen bei der gemeinsamen Veranstaltung vom Wiener Stadt- und Landesarchiv und dem Verein für Geschichte der Stadt Wien bei einem Themenschwerpunkt vom Wien-Geschichte-Wiki, wo es um Bestände des Wiener Stadt- und Landesarchivs geht, um die Bestände der Wiener Schulen. Und das Thema ist Geschichte, Quellen, Forschen. Es geht darum, wie finde ich Quellen, wie erforsche ich sie, wie kann ich sie darstellen. Und das Wiener Stadt- und Landesarchiv verwaltet und archiviert die Unterlagen der Schulverwaltung. Das ist eigentlich der zweitgrößte Bestand des Landesarchivs Wien neben den Gerichtsbeständen. Also sehr, sehr umfangreich, umfasst unglaublich viele verschiedene Quellengattungen. Und es freut mich sehr, dass wirklich der kompetenteste Die kompetenteste Person für dieses Thema, der Dr. Stefan Spewak, heute dazu Ihnen etwas sagen wird. Er betreut diese Bestände schon seit vielen Jahren. Er ist seit 2006 Archivar im Wiener Stadt- und Landesarchiv und er ist ständig auch mit Fragen und mit der Erforschung der Bestände beschäftigt und dadurch, durch die Nachforschungen und durch die Beschäftigung, kommt er natürlich immer tiefer mit diesem Thema in Berührung. Und der Stadtschulrat und heute Bildungsdirektion hat einen großen Bestand und natürlich einzelne Schulen, und der Dr. Spewak wird dann mehr dazu sagen. Ich möchte auch noch sagen, dass er nicht nur forscht, also dass er nicht nur als Archivar tätig ist, sondern dass er auch einen Output daraus wiedergibt. Er hat mehrere Publikationen verfasst dazu. Ich möchte nur ganz wenige nennen. Der eine ist Nationalpolitische Paradigmenwechsel in Österreich und ihre Manifestationen in Schul- und Jugendfeiern von 1933 bis 1946 oder Schule und Antisemitismus 1933 bis 1938. Und er hat auch einen Beitrag geschrieben zum NS-Kriegstagebuch einer Wiener Schülerin. Und es freut mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, heute über seinen Bestand und seine Bestände zu sprechen. Und bitte, ich übergebe gleich an dich, Stefan. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr nette Einführung und muss dazu sagen, auf den Schultern von Riesen oder ja, archivarischen Riesinnen wie unserer Frau Direktor kann man natürlich weiter sehen, als wie wenn man ja als Zwerg daherkommt und von Neuem beginnt. Ich habe nämlich den Bestand von Brigitte Riegele vor ja, über 10 Jahren übernommen. Ich freue mich über Ihre Anwesenheit und dass Sie sich für meine Ausführungen zum Thema Schulen, Geschichte, Quellenforschung interessieren. Und apropos interessieren, wenn man von Friedrich Nietzsche ausginge und den in seinem Werk mit Titel Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben festgehaltenen Gedanken, so ließen sich 3 Formen eines Interesses an Schulgeschichte identifizieren. Zum einen sehen viele Menschen Schule verklärt und verbinden damit die idyllische Zeit ihrer Kindheit und Jugend. Sie freuen sich, dem alten Schulgebäude wieder zu begegnen und schwelgen gerne mit Freunden, die sie sich aus der Schulzeit bewahrt haben, in alten Erinnerungen. Bei Nietzsche würde eine derartig nostalgische Haltung als bewahrendes, also antiquarisches Geschichtsinteresse gesehen werden. Menschen der zweiten Kategorie wiederum sind auf ihre Schule, die womöglich einen exzellenten Ruf hat, sehr stolz. Sie identifizieren sich mit ihr und interessieren sich für die Biografien großer vorangegangener Absolventinnen und Absolventen. Im Sinne eines, so wie er oder sie damals, so auch ich heute, soll etwas von deren bestehenden Renommee auf den Schulabsolventen auch einer jüngeren Generation abfärben. Friedrich Nietzsche würde das als monumentalistisches Geschichtsinteresse qualifizieren. Die dritte Betrachtungsweise der ehemaligen Schule und Schulzeit wäre nach Nietzsche die kritische. Menschen, die in dieser Betrachtungsweise verhaftet sind, erinnern sich zum Beispiel ablehnend an die überholte, oftmals noch schwarze Pädagogik, an missliebige Lehrer oder Lehrerinnen, an negative Noten und negative Emotionen. Schon allein das Betreten einer Schule, insbesondere der eigenen,
kann bei Ihnen ein flaues Gefühl in der Magengrube verursachen. Eine sich daraus speisende kritische Betrachtung von Schulgeschichte wäre etwa daran interessiert, am negativen Modell zu lernen, die argumentativen Krallen zu schärfen, an die Stelle des Traditionellen etwas Neues zu setzen. Wie auch immer Ihr persönlicher Zugang zur Schule beschaffen sein mag, ob nostalgisch, antiquarisch, monumentalistisch oder kritisch-reformerisch, in der Regel ist es wohl bei den meisten von uns eine Mischung aus all dem. So hoffe ich, dass ich mit den nun vorzustellenden Quellen Ihre Lust auf das Verfassen der Geschichte Ihrer Schule oder auch einer anderen Schule wecken kann. Wir vom Wiener Stadt- und Landesarchiv haben jedenfalls bereits einen Anfang gesetzt und für fast 200 Schulen jeweils eine Schulgeschichte verfasst. Es soll dabei erwähnt sein, dass es in ganz Wien etwa noch weitere 400 Schulen gibt, die einer Bearbeitung harren. Als Plattform, wo wir diese Schulgeschichten veröffentlichen, dient das Wien Geschichte Wiki, ein Online-Lexikon, wo wir von Seiten des Wiener Stadt- und Landesarchivs immer wieder neue Schwerpunkte, inhaltliche Schwerpunkte setzen, zuletzt eben betreffend das älteste Wiener Stadtrecht, das vor 800 Jahren verfasst wurde, oder eben auch die Krankenanstalten, die Kinos und viele Schwerpunkte mehr. Zu diesen Schwerpunkten werden immer neue Artikel verfasst und im Online-Lexikon veröffentlicht. Mittlerweile sind das über 40.000 Artikel. Hier die Seite des Wien-Geschichte-Wiki, die Ihnen begegnet, wenn Sie sie aufrufen. Frau Direktor Riegele hat vorhin von diesen Beständen des Stadtschulrates gesprochen. Der Bestand allgemeine Schulen ist eng, allgemeinbildende Schulen ist eng mit diesem Bestand verwandt. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Teil dieser Schulbestände auf diese Folie kopiert, nämlich die Schulen der Bezirke 1 bis 7. Jede Zeile, jedes grüne Viereck mit der Zeile daneben bildet einen Schulbestand ab. Herkunftsmäßig ist jede Schule eine eigene Organisation, eine eigene eigenständige Einrichtung und eine eigene Provenienzstelle, die bei uns dadurch einen eigenen Bestand generiert. Die Auswahl der Schulen, über die wir Artikel verfasst haben, orientiert sich einerseits daran, dass die Stadt Wien gebietskörperschaftsmäßig für Pflichtschulen zuständig ist und wir auch von diesen Pflichtschulen wiederum die Altunterlagen übernehmen und dann eben in diesen Beständen archivieren, verzeichnen, diesen Beständen, die Sie da sehen. Andererseits auch daran, dass wir von den Privatschulen ja auch keine Unterlagen bekommen. Es gibt auch Ausnahmen. Und wir haben bei der Auswahl der Schulen, über die wir Artikel verfassen wollten, eben darauf geachtet, ob wir über diese Schulen überhaupt Unterlagen haben, ob es diese Schulen heute noch gibt. Und ich zeige Ihnen hier nur eine kurze Übersicht der vielen Mitarbeiter, die daran beteiligt waren. Es sind Artikel zu den Bezirken 1 bis 11, von 14 bis 16 verfasst worden, von Martin Reiner, Christina Emeyer, Anouk Stefano, Katharina Graf und Patrick Fisker. Weitere 40 Artikel, allgemeine Kontextartikel zur Geschichte des Schulwesens in Wien, sind von Andreas Weil verfasst worden und dann noch 12 weitere zu den einzelnen Quellen, die es in den Schulen gibt, von mir und Martin Reiner. In der Redaktion dieser Artikel hat das bewährte Team rund um Susanne Pils und auch Julian Traut, Petra Janschitz gearbeitet. Die vielen Digitalisate, die angefertigt wurden, um die Artikel zu illustrieren, sind unter der Federführung von Matthias Fiegel erstellt worden. Christoph Sonnlechner hatte die organisatorische Leitung und
die grafische Gestaltung, das schöne Bild, das unseren Folder ziert, und auch meine erste Folie vorhin stammen von Hannes Tauber. Ja, das ist der Übersichtsartikel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Er ist sehr umfangreich. Ich habe ihn aus technischen Gründen hier auf diese Folie gepackt und deshalb sieht man nur einen kleinen Teil davon, nur den Anfang. Und all die Artikel, die wir verfasst haben, sind zu diesem Artikel hin verlinkt, damit Allgemeines, zum Beispiel Schule im Nationalsozialismus und all die Inhalte, die da allgemein sind, nicht in jedem Artikel extra vorkommen müssen, sondern man klickt auf den Link und kommt dann auf den speziellen Kontextartikel Schule im Nationalsozialismus hier im Rahmen dieses Übersichtsartikels. Hier ist ein Beispiel für einen dieser vielen Schulartikel, von denen ich vorhin gesprochen habe, eine Schule aus dem zweiten Bezirk, Wittelsbachgasse. Und Sie sehen, wie so ein Artikel aussieht. Er ist gegliedert in verschiedene Abschnitte, ist illustriert mit Fotos aus unseren Fotobeständen, beziehungsweise auch einen Plan aus unseren Planbeständen, die es da gibt. Sehr wichtig. Ganz unten links, dieser Artikel ist auch verlinkt mit dem Archivbestand, den es bei uns im Archiv dazu gibt. Das heißt, wenn man wissen will, welche Quellen es zu dieser Schule bei uns im Archiv gibt, kann man da draufklicken und kommt sofort dorthin und sieht die verschiedenen Serien, die es da gibt. Aber umgekehrt, als Archivbenutzer, der man diese Quellen nützt, kann man auch sich diesen Artikel anschauen und erfährt sehr viel Kontextwissen zu dieser Schule und damit zum Archivbestand. Ein Problem, das sich generell ergibt, wenn man so einen Schulartikel verfassen will, ist der Name der Schule. So eine Schule wird gegründet in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder vielleicht ein paar Jahrzehnte später an einem gewissen Ort. Der Ort ändert je nach politischer Situation seinen Namen, weil er trägt den Namen nach der Verkehrsfläche. Das ist noch kein Problem, wenn der Standort lokal der gleiche bleibt und sich nur die Straßenbezeichnung ändert. Schwieriger wird es schon, wenn die Schule transferiert wird. Noch schwieriger wird es, wenn die Schule ihren Charakter ändert, wenn das ursprünglich eine Mädchen- und Knabenschule war und dann aufgedröselt wird in eine reine Knabenschule. Noch komplizierter ist es, wenn dann die Schule ihren Typus ändert, zwar am Standort bleibt, aber plötzlich eine Bürgerschule, also die Vorläuferin einer Hauptschule ist. Das heißt, die Identität einer Schule festzumachen, das bedurfte immer große Überlegungen, Recherchen. Und Sie sehen hier eine Verlaufsanalyse von Schulen des 8. Bezirks. Da sieht man verschiedene Schulen, die irgendwann einmal im 19. Jahrhundert entstanden sind oder noch früher und dann bis in die Gegenwart münden. Sie sehen ganz rechts, es gibt da 5 Volks- und neue Mittelschulen heute, aber ihre Geschichte ist eine sehr schwierige. Wenn Sie sich da dieses grüne Band anschauen mit Josefstädter Straße 93, so hieß die 1928, ja, Josefstädter Straße 95, das ist noch kein Problem, aber dann Pfeilgasse 42, dann kommt die Schule der Albertgasse hinzu, dann wird es wieder zur Josefstädter Straße, dann übersiedelt die Schule in die Lerchengasse und dann in die Pfeilgasse. Welchen Namen gibt man dieser Schule jetzt, die so lange besteht? In Fällen, wo die Schule heute noch besteht, ist der Name des Artikels der der heutigen Schule und wir beschreiben im Artikel, welche Vorgängerschulen es gab. Wenn eine Schule erstirbt, wie zum Beispiel jene dieser Orangenleiste hier in der Mitte der Tabelle der Lerchengasse, dann ist das eine historische Schule. Die gibt es heute nicht mehr, aber sie hat aufgrund ihrer langen Existenz, ihrer Bedeutung für den 8. Bezirk, das Grätzl, das kulturelle Leben dort ringsherum, auch natürlich einen eigenen Artikel bekommen. Geholfen haben uns bei der Erarbeitung dieser genealogischen Verläufe der einzelnen Schulgeschichten Hilfstools wie der Kommunalkalender. Da hat man jedes Jahr die Schulen eines Bezirks aufgelistet und dazu
den Leiter der Schule oder die Leiterin. Und man kann sehen, wenn eine Schule an einem Standort verschwindet, anderswo wieder auftaucht unter einer anderen Adresse und denselben Direktor oder dieselbe Oberlehrerin hat, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Identität bewahrt hat. Ich möchte Sie auch noch auf den Verwaltungsbericht hinweisen. Das ist auch natürlich eine wichtige Quelle, in der man sehr viel zur Schulgeschichte finden kann und nachlesen kann. In dem Zusammenhang sind auch diese Kundmachungen über die Schulsprengeleinteilungen sehr interessant. Da sieht man, welche Schulen es in einem Bezirk gab und für welche Straßenzüge welche Schule verantwortlich war. Das ist in vielerlei Hinsicht interessant, weil man dann auch sehen kann, wenn eine Schule verschwindet, also nicht mehr auftaucht im Kommunalkalender, aber eine andere Schule im Kommunalkalender nachzulesen ist, dann sieht man anhand der Sprengeleinteilung, dass die neue Schule eben für dieselben Straßen und deren Häuser und Kinder eben nun zuständig war. Wenn man sich für eine berühmte Person interessiert, nach ihr recherchiert, wissen will, in welcher Schule sie gegangen ist, dann helfen auch solche Schulsprengeleinteilungen. Wichtig sind historische Pläne für die Beforschung von Schulen und Erstellung von Schulgeschichten. Es gibt viele Pläne, insbesondere den Generalstadtplan der Stadt Wien und die verschiedenen Jahrgänge, die sind online im Wien Kulturgut abrufbar und über den heutigen Stadtplan draufblendbar. Ich zeige Ihnen hier eine Schule aus dem 12. Bezirk, die Volksschule Ruckergasse, die es noch heute gibt. Wir haben da den Katastralplan von 1890. Da sehen Sie über dem römischen 12er die Schule Ruckergasse, wie sie 1890 ausgesehen hat. Das war ein Trakt, der sowohl eine Volksschule für Knaben und Mädchen als auch eine Bürgerschule für beiderlei Geschlecht beherbergt hat. Dann haben wir 1890, der Bezirk Meidling wächst, immer mehr Einwohner sind dort. Man hat eine zweite Schule dazu bauen müssen. Sie sehen da rechts davon, da gibt es einen zweiten Trakt. Da hat man die Volksschulkinder ausgelagert. 10 Jahre später gibt es hier links davon, also 1912, bereits eine weitere Schule. Hier hat man die Knaben ausgelagert. Und dann ganz rechts, 1946, sehen Sie den Ausbau, wie er eigentlich bereits schon in den 20er Jahren vollendet war. Da sehen Sie auch ein städtisches Volksbad. Hier haben Sie ein ganzes Karree, das verschiedene Schulen umfasst und darüber hinaus entsprechend den Maßnahmen, den Infrastrukturbauten des Roten Wien, hier eben auch ein Volksbad dabei. Solche Pläne sind wirklich sehr brauchbar für die Beschreibung der Entstehung einer Schule, weil man auf den Gebäuden auch das Entstehungsdatum draufstehen hat. Sie sehen da überall sowohl den Schultypus als auch das Jahr, wo diese Schule fertig geworden ist, drauf geschrieben. Natürlich Zeitungsartikel, das ist kein spezifisches Archivgut, das sind keine archivischen Quellen, nur berücksichtigen muss man das auf jeden Fall. Hier sieht man DirektorInnenernennungen, hier sieht man chronikale Berichte, was sich in einer Schule getan hat, ob es einen Brand gegeben hat. Hier, Sie sehen, zu der Schule von vorhin, da wird 1912 in der Wiener Zeitung über einen Selbstmordversuch einer Schülerin berichtet oder 1920 wird ein Spender, also unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs, als diese Hungersnot in Wien noch nicht vorüber war, wird aufgerufen, um für die Kinder in der Ruckergasse, Sigriner Gasse, also dieses Schulensemble hatte damals schon bestanden, zu spenden, für Spenden aufzurufen. Eine weitere sehr wichtige Quelle, um so quasi das institutionelle, organisatorische
Rückgrat, also den Verlauf, so wie wir ihn vorher zum 8. Bezirk gesehen haben, einer Schulgeschichte zu beschreiben, stellen die sogenannten Standesausweise dar. Die Standesausweise sind, das sind Formulare, mehrseitige Formulare, die jede Schuladministration an die übergeordnete Schulbehörde, die Aufsichtsbehörde in unserem Fall eben früher den Bezirksschulrat, später den Stadtschulrat weiterzuleiten hatte, um dort bekannt zu geben, wer aller an der Schule unterrichtet, welche Fächer unterrichtet. Von daher auch der Name Standesausweis. Aber diese Standesausweise beinhalten noch viel mehr Information. Man kann an ihnen ablesen, wie die Schule exakt heißt, wer die Schulleiterin ist, wie viele Knaben und Mädchen dort unterrichtet werden. Sie sehen hier übrigens den Standesausweis einer Volksschule aus dem 2. Bezirk Blumauer Gasse, in der es sehr viele jüdische Kinder gab. Also auch das lässt sich an so einem Standesausweis ablesen. Sie sehen hier links auch verschiedene andere Angaben über die Infrastruktur der Schule, ob es einen Turnsaal gab, ob es welche Formen von Religionsunterricht, ob das ein Zentrum war für einen speziellen dislozierten Religionsunterricht, ob Vereine die Räumlichkeiten, den Turnsaal mitbenutzt haben. Und rechts sieht man, wie gesagt, diese Aufschlüsselung der Schulkinder nach Konfessionen. Sie sehen da auch ganz rechts die Spalte mit mosaischen Kindern. Und da gibt es sehr viele. Da gibt es 53 Knaben und 79 Mädchen und 56 katholische Knaben und 102 katholische Mädchen. Und wie gesagt, ganz rechts 53 mosaische und 79 Knaben und Mädchen. Wir haben für viele, also insgesamt 70 dieser Schulen, diese Standesausweise mit gewissen zeitlichen Schnitten untersucht, also in 10-Jahres-Schnitten, wie Sie sehen. Manchmal sind die Schnitte je nach politischem System, wenn sich da etwas ändert, von der Monarchie zur Republik, zum Ständestaat und dann zum Nationalsozialismus und wieder zur Republik hin, da haben wir Schnitte gezogen und haben diese Standesausweise versucht auszuwerten. Und Petra Janschitz hat sich da mit diesen Daten sehr beschäftigt und wir werden diese Statistiken unseren Artikeln auch noch beifügen. Es lässt sich doch einiges davon ablesen. Hier die Doppelschule Grüngasse im 5. Bezirk, oben die Statistik für die Mädchen, unten für die Knaben. Eine weitere sehr schöne Quelle, die man bei uns benutzen kann, ich habe sie schon erwähnt, stehen die Schulpläne dar. Wir haben zwei große Serien, eine im Bestand des Stadtschulrates, da hat man von Seiten des Stadtbauamtes immer, wenn eine Schule geplant war, auch einen Plan, an den gebundenen Plan, an den Stadtschulrat gesendet und von dort her ist er dann an uns gekommen. Und eine zweite Serie ist in der Planungsabteilung der Stadt geblieben. In dem Bestand der sogenannten Plan- und Schriftenkammer sind diese Pläne überliefert und an uns gekommen. Die beiden Bestände sind zum Teil überlappend, aber sie ergänzen einander auch in vielfacher Hinsicht, sodass man zu einzelnen Schulen dann aus verschiedenen Zeitabschnitten jeweils einen Plan hat mitunter. Also im Idealfall. Das ist eine besonders schöne Schule mit einer Jugendstilfassade aus dem 10. Bezirk. Bernhardsthal-Schule heißt sie heute. Die Adresse ist Wellengasse 142. Sie haben hier zwei weitere Pläne zu dieser Schule. Es ist zu jeder Schule, also wenn es Pläne gibt, meist gleich ein ganzes Plankonvolut vorhanden. Hier haben sie einen Grundriss links. Und das ist für die Schulgeschichte auch sehr spannend, weil man auf diesen Grundrissen meist auch die Funktion der einzelnen Räume festgehalten vorfindet. Also was ist der Turnsaal, was sind die Klassenzimmer, das Lehrerzimmer. Das lässt sich da ablesen. Natürlich auch die Größe der Räume. Rechts hier sieht man den Innenhof
dieses Schulgebäudes mit den beiden Stiegenhäusern. Der Plan ist aus dem Jahr 1905. Frau Direktor Riegele hat das schon angesprochen. Es gibt zu den einzelnen Schulen eine große Vielfalt an überlieferten Quellen. Jetzt quantitativ zu den einzelnen Schulbeständen ist das meist gar nicht so viel. Aber qualitativ haben wir bis zu 70 verschiedene Kategorien von Schulunterlagen, die bei uns landen, also von den Schulen uns angeboten werden. Nicht alle diese Unterlagen werden von uns als archivwürdig klassifiziert, aber doch sehr viele schon. Und Sie sehen da, das ist hier gar nicht notwendig, dass Sie das lesen können, nur damit Sie sehen, wir haben für diese Unterlagen jeweils Siegeln vergeben, also eigene Zeichen und ordnen, wenn das zu einer Schule uns angeboten und von uns archiviert wird, einen Bestand zu. Das sieht dann so aus. Hier haben Sie zum Beispiel die ganze Tektonik, wie sie sich in unserem Wiener Archiv Informationssystem abbildet. Und Sie sehen, was da aufgeklickt ist, was sich da aufgefaltet hat. Das ist die Schule mit Namen Margaretenstraße 103-Banerstraße. Es ist so die längste Zeit, über ein Jahrhundert hat diese Schule oder fast ein Jahrhundert Margaretenstraße 103 geheißen. Sie ist nicht übersiedelt in die Bannerstraße, aber sie hat ihr Hauptportal geändert. Das ist jetzt auf der Rückseite, dort wo die Bannerstraße ist, und jetzt heißt sie halt Bannerstraße. Und der Bestand hat jetzt einen Doppelnamen. Und Sie sehen da auch die Serien, die es da gibt. Es gibt ein Geschäftsprotokoll, ein Amtsbuch, ein Konferenzprotokoll. Also wenn ich sage eins, dann gibt es eine Serie davon. Es gibt einen Katalog zur Lehrerbibliothek, Katalog zur Schülerbibliothek, es gibt Schulchroniken hier, es gibt Schulkataloge, Evidenzprotokolle, Klassenbücher und Schülerbeschreibungen. Sie sehen darüber, also über den Bestand Margaretenstraße, auch noch weitere andere Bestände des 5. Bezirks. Es gibt insgesamt, wie gesagt, an die 300 solche Bestände hier bei uns. Nicht alle sind bis auf diese Tiefe hin erschlossen. Wenn Sie da bei den einzelnen Serien links dieses Plus sehen, wenn man die aufklickt, dann sieht man dann die ganzen einzelnen Elemente, die Einzelstücke, die da noch drunter verzeichnet sind. Zum Schulinventar, das ist auch eine gewisse, wenn man von der Quellenkritik ausgeht, eine noch der äußeren Quellenkritik zuzurechnende Angelegenheit, also die Hardware einer Schule. Wir haben hier zwei Fotos von österreichischen Schulmuseen, oben vom Wiener Schulmuseum, unten vom Michelstädtener Schulmuseum in Niederösterreich und links ein Inventar, eine Inventarliste aus einer Schule des frühen 19. Jahrhunderts. Da kann man lesen, was da in einer Mädchenklasse alles vorzufinden war. Eine einfache Sitzbank, ein Tisch, eine Schultafel, ein Kachelofen, ein alter Sessel, ein anderer Sessel, ein großer Kasten, ein kleinerer Kasten, ein kleines Wandgestell, alte grüne Vorhänge, Auffänglisten, ein Baldachin, ein Muttergottesbild, ein Kruzifix und so weiter. Also das ist nicht so fern von dem, wie man es hier in diesem historisch eingerichteten Museum so einen sieht. Zum Inventar einer Klasse gehört auch ein Klassenbuch. Es gab vor einigen Jahren eine Diskussion unter uns Archivarinnen und Archivaren, inwieweit wir Klassenbücher archivieren sollen. Ja, flächendeckend kann man das nicht machen, das wäre nicht sehr sinnvoll, aber exemplarisch macht das schon Sinn. Es ist doch sehr spannend, was man da alles nachlesen kann. Hier zum Beispiel in einem Klassenbuch aus dem Schuljahr 1937-38, eben von dieser Schule, die ich vorhin angesprochen habe, Margaretenstraße 103. Da sieht man links
Im März 1938 hatten die Kinder eine Woche nach dem sogenannten Anschluss schulfrei anlässlich der Heimkehr ins Reich. Und rechts sieht man ganz oben beim blauen Pfeil Sprachpflege, unser Führer in Wien. Und beim zweiten Pfeil ja, Aufsätze über die Vereinigung Österreichs mit dem Reich und dann ganz unten bei Singen, Deutschlandlied und Horst-Wessel-Lied. Also exemplarisch ist es durchaus spannend, sich solche Klassenbücher anzuschauen, und man bekommt auch einen Einblick in diese Blackbox des Unterrichtwesens, von der man aus den Quellen heraus sonst oft nicht so leicht was erfährt. Eine sehr wichtige Quelle, vielleicht die wichtigste, stellen Schulchroniken dar. Wenn wir vorher gesprochen haben von dem organisatorischen Verlauf einer Schulinstitution, wie sie ihren Namen geändert hat, ihren Standort und so fort, ihr Gebäude, dann könnte man sagen, das ist das Knochengerüst der Schulgeschichte, das Fleisch, das Leben, das sich um dieses Gerüst windet, das spiegelt sich neben den Zeitungsberichten vor allem in den Schulchroniken wieder. Schulchroniken gibt es seit 1870. Sie haben da ein Gesetz aus der liberalen Ära, da habe ich einen kleinen Absatz rauskopiert, die Schulordnung von 1870. Und da sieht man auch wiederum dort, wo der blaue Pfeil ist, Schulleiterinnen waren verpflichtet, Amtsbücher und Amtsschriften zu führen, nämlich folgende: eine Schulchronik, eine Schulmatrik, Klassenbücher und Kataloge. Schulchroniken sind in diesem Sinne Amtsschriften, auch wenn sie sehr individuell mitunter von den Schulleiterinnen und Schulleitern gestaltet worden sind. Diese Quelle Schulchronik gibt es also von 1870 weg bis 1986. Da ist diese Verpflichtung, eine Schulchronik zu führen, dann außer Kraft gesetzt worden. Also diese Verpflichtung gab es für den ganzen Pflichtschulbereich, für Volksschulen, Bürgerschulen, später Hauptschulen. Neue Mittelschulen haben das nicht mehr erlebt. Ja, und zwar im ganzen cisleidanischen Bereich, aber auch in Preußen hatte man diese Schulchroniken zu führen. Diese Schulchroniken sind später von Homepages abgelöst worden, wo sich das Schulleben eben, wo das eben festgehalten wird. Natürlich sind das, werden diese Schul-Homepages immer, diese Webseiten immer wieder laufend überschrieben, und die Schulchronik hat an sich hat in der Form eigentlich in den 80er Jahren ihr Ende gefunden. Was steht drin in so einer Schulchronik? Also, oder was soll drinnen stehen? Von Seiten der Schulaufsicht wurde gefordert, dass hier über die Geschichte und den gegenwärtigen Zustand von Schule und Ort Eintragungen erfolgen, die Angaben über Klassen, die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, auch über Lehrkräfte sollen erfolgen. Angaben über bauliche Veränderungen und über das Schulinventar, sehr wichtige Einträge über Schulfeste und Feiern, über vorgenommene Inspektionen, über das Einführen neuer Schulbücher und auch sehr interessant Naturereignisse, bedeutende politische Ereignisse und ihre Auswirkungen sollen da auch festgehalten werden in so einer Chronik. Im 19. Jahrhundert haben sich in diesen Chroniken sehr viele Lehrer auch historiografisch betätigt. Hier eine sehr schöne Schulchronik aus Meidling, wo der Schulleiter seiner Chronik, die 1870 beginnt, eine Geschichte Meidlings voranstellt und sie auch
selber illustriert mit sehr schönen Bildern. Auch Gebäude, die man in Meiling vorfindet, werden hier im Grundriss festgehalten. Auch verschiedene Funde von Römersteinen werden abgezeichnet. Also das ist ein sehr, sehr schönes Exemplar, aber auch sehr typisch für diese Zeit. Hier eine Schulchronik aus dem 3. Bezirk, aus der Volksschule Hörnesgasse. Und Sie sehen eine Eintragung zum Jahr 1898. In Trauergedenken an die Ermordung von Kaiserin Elisabeth am 10. September 1898 verfasste hier Oberlehrer Karl Höfler in seiner Chronik einen ganzseitigen Bericht. Am 22. September 1898 wohnten die gesamte Schuljugend und der Lehrkörper einem Trauergottesdienst in der Pfarrkirche St. Ottmar bei. Eine Anweisung des Wiener Bezirksschulrates, also einer solchen folgend, wurde dieser Schulchronik oder sollte einer jeden Schulchronik ein Heft mit dem Abbild der verstorbenen Kaiserin beigelegt werden. Dieses Heft enthielt den Text der Trauerrede von Bürgermeister Dr. Karl Lueger sowie ein Manifest von Kaiser Franz Josef und seine Völker. Traditionellerweise bot die Institution Schule für die Verbreitung von Identitätskonstruktionen bzw. Geschichtsbildern durch das jeweilige politische System und seine Machthaber einen zentralen Rahmen. An jährlich wiederkehrenden Tagen wurden den jeweiligen Ursprüngen des Kollektivs bzw. des Staatswesens gedacht und diese gefeiert, also diese Ursprünge. Sei es bis 1918 der Namenstag seiner Majestät des Kaisers oder der seiner Gemahlin Elisabeth, und das ist auch nach ihrem Tod, also über ihren Tod hinaus passiert, dass die Kinder jedes Jahr an ihrem Namenstag ihrer bzw. der heiligen Elisabeth zu gedenken hatten. Sei es danach, also nach Ende der Monarchie in der Ersten Republik, der revolutionäre Akt ihrer Gründung gewesen oder nach 1938, also in der Zeit der NS-Herrschaft, wo man den Tag des Anschlusses gedacht hat. Auch für Geistes-, Kunst- und Kriegsheroen wie etwa Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart oder Prinz Eugen von Savoyen wurden in den Schulen Gedenkfeiern ausgerichtet. In derartigen Kommemorationen bieten sich deshalb sowohl die Brüche zwischen den politischen Systemen als auch die über die Brüche hinausgehenden Kontinuitäten ab. Hier haben Sie eine dieser angesprochenen Republiksfeiern. Am 12. November 1924 findet in der Bürgerschule Sechshauser Straße 71 zum Gedenken an die Ausrufung der Republik eine Feier statt. Direktor Ferdinand Eicher klebt zur diesbezüglichen Eintragung in seine Schulchronik sowohl ein Foto des mit Pflanzen und Fahnen dekorierten Turnsaals ein, als auch das Programm der Republiksfeier. Das Festprogramm enthält auch stark deutsch-national geprägte Elemente, etwa einen Text des völkischen Dichters Felix Dahn, der damals groß in Mode war. Also den Felix Dahn sehen Sie da an der 5. Stelle des Festprogramms. Das ist natürlich auch sehr interessant. Eine Seite aus der Volksschule Ruckergasse, von der wir vorhin auch die Schulpläne, also die Karten gesehen haben, aus Meidling. Das stimmt hier nicht, da steht Simmering, da gehört korrigiert, das ist in Meidling, also 12. Bezirk. Und da geht es um eine Trauerfeier für seine, so wie es da drinnen steht, Exzellenz Dr. Engelbert Dollfuß. Also über 4 Seiten hinweg schildert die Oberlehrerin Augusta Schupp in dieser Chronik die Feierlichkeiten. Eingeleitet wurde dieser Trauertag mit einem Gottesdienst, bei dem sämtliche Kinder schwarze Armbinden trugen. Die eigentliche Feier
fand dann unter Anwesenheit auch der Eltern im Festsaal der Schule statt. Nach einer Trauerrede seitens der Schulleiterin über den toten Helden und Märtyrer kulminierte die Feier in einem Treueschwur Heil Österreich, zu dem die ca. 400 Kinder ihre Schwurfinger heben mussten. Sie sehen, Sie können das auch sehr schön nachlesen, das ist auch nicht mein Fraktur geschrieben. Die letzten Zeilen auf der rechten Seite: Österreich über alles, wenn es nur will und wir wollen. Wir schwören Treue bis zum Tod. Die schöne Fahne rot-weiß-rot. Die Händchen schnellten empor. Heil Österreich. Also das sind noch Volksschulkinder, die man auf diese Weise hier zu beeinflussen versucht hat. Hier jetzt eine Schulchronik aus der Blumauer Gasse, wo ich Ihnen erzählt habe, vorhin im Zusammenhang mit den Standesausweisen, dass das eine Schule war, in der es traditionell sehr viele jüdische Kinder gab. Und seit 1884 gab es auch eine Verordnung, wonach bei einer Schule die konfessionelle Zusammensetzung im Hinblick auf die Direktorenschaft einer Schule zu berücksichtigen ist. Also in einer Schule, in der es überwiegend jüdische Kinder gab, gab es dann auch eine jüdische Schulleiterin, wie hier in diesem Fall Käthe Neumann. Wir haben gesehen, 1937 war der Anteil an katholischen und evangelischen Kindern längst ein größerer, aber Frau Neumann war ja auch schon etliche Jahre im Dienst, vielleicht war da die Situation noch anders. Vielleicht ist das auch eine Tradition dieser Schule gewesen, die man beibehalten wollte. Jedenfalls für den 12. März 1938 findet sich in dieser Chronik der Volksschule Blumaugasse 21 eine Eintragung über den Anschluss Österreichs an das Dritte Reich. Diese ist allerdings nicht authentisch, denn geschrieben wurden diese Zeilen vom neuen nationalsozialistischen Schulleiter erst einige Tage später. Denn bis zum 19. März hatte noch die jüdische Oberlehrerin Käthe Neumann die Leitung über diese Schule inne gehabt. Diese Schule des 2. Wiener Gemeindebezirks wies traditionell einen hohen Anteil sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrern auf, was Personen jüdischer Konfession anlangt. Also relativ betrachtet galt das auch bei den Lehrkräften. Da gab es auch mehr jüdische Lehrer als in anderen Schulen, allerdings waren das meistens Religionslehrer. Diese triumphalistische Zeichnung mit der aufgehenden Hakenkreuzsonne des neuen Schulleiters Franz Weißnicks, Weißnick hieß der, ist in diesem Sinne auch zu verstehen. Also hier triumphiert das Hakenkreuz an dieser Schule. Ja, bis 1938 waren hier noch 132 jüdische Kinder an dieser Schule gewesen. Im folgenden Schuljahr, wenn man in den Standesausweis dieser Schule reinschaut, war kein einziges Kind mehr, kein jüdisches Kind mehr an dieser Schule, auch kein Lehrer. Das ist hier, bitte erschrecken Sie nicht, eine Schulchronik aus der Mädchenvolksschule Liebhardtsgasse im 16. Bezirk. Die Schulchronik dieser Schule hörte eigentlich 1939 auf, eine solche zu sein. Sie mutierte zum Kriegstagebuch. Es ist ganz spannend, dass so eine Schulchronik überhaupt überliefert ist. In vielen anderen, bei vielen anderen Schulen wurden diese Chronikbände, also diese Jahre betreffend, oft vernichtet oder es wurden die Seiten rausgerissen. Also das ist hier etwas, was durchaus typisch war, was die Führung einer Schulchronik dieser Jahre anlangt, aber nur mehr selten überliefert ist. Anstelle von Aufzeichnungen, was in der Schule passiert, tritt eine Dokumentation des äußeren Geschehens hier in dieser Chronik. Man hatte von Seiten vieler Menschen und eben auch hier der Schulleiterin dieser Schule das Gefühl, einem großen Geschehen beizuwohnen, das man emphatisch dokumentieren wollte. Zu dieser äußeren Front, wo die Männer und die Wehrmacht eben
im Kampfe gelegen ist, war eine innere getreten. Die Schule wurde zur Front im Hinterland. Der Kampf fand hier mit geistigen Waffen seine Fortsetzung. Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler für den Nationalsozialismus zu gewinnen. Sie haben auf der rechten aufgeschlagenen Seite Baldur von Schirach bei einer Ansprache und ganz rechts unten hier bereits eine Kinderlandverschickung von Hamburger Kindern, die nach Wien gekommen sind und hier bereits 1941 empfangen wurden. Das ist eine der wenigen Eintragungen in diese Schulchronik, die sie immer in dieser Chronik findet, also eine handschriftliche Eintragung. Und da geht es bezeichnenderweise um die Gedenkfeier zu, dass Österreich Teil des Deutschen Reiches geworden war. Also diese Feier wurde am 12. März 1941 abgehalten und das findet man flächendeckend auch in vielen anderen Chroniken. Das waren vorgegebene Feiern, die abzuhalten waren, so wie übrigens auch, wie vorher erwähnt, diese Feiern des Dollfuß-Gedenkens und auch in monarchischer Zeit des Herrschergedenkens. Rechts sieht man Hitler bei der Ehrung Gefallener des Ersten Weltkriegs, einer Grandniederlegung, auch im Jahr 1941, März 1941. Und dazwischen hier die Ergebnisse einer Schulkindersammlung für den Kriegsopferverband und ganz unten noch eine Erfolgsmeldung über die deutschen Seestreitkräfte, wie viele Handelsschiffe der Alliierten sie versenkt haben und wie viele kanadische Häfen bombardiert worden sind. Das ist bereits die Nachkriegszeit und ja, zum Zweck der Etablierung eines Österreich-Bewusstseins bei Schülerinnen und Schülern nach siebenjähriger NS-Herrschaft und nationalsozialistischer Indoktrination hatte das Unterrichtsministerium Ende Oktober bzw. Anfang November 1946 in den Schulen eine Österreichwoche verordnet. Diese sollte in einer 950 Jahre Österreich-Feier kulminieren. Als Anlass dafür diente die älteste bekannte Nennung des Namens Österreich in Bezug auf Territorium der späteren Republik Österreich in der sogenannten Osterrich-Urkunde vom 1.11.1996. In der Schulchronik der Volksschule Goldschlagstraße ist die Festfolge der dort am 29. Oktober 1946 abgehaltenen Schulfeier eingeklebt. Ernst Langtaler hat 2015 ein Modell zur Auswertung von Schulchroniken vorgeschlagen. Er orientiert sich dabei an den von Pierre Bourdieu, diesem bedeutenden Soziologen, beschriebenen sozialen Feldern, also einer Interpretationsweise, die zwischen System und Lebenswelt unterscheidet. Und in Bezug auf die Verfasser von Schulchroniken gilt es dabei, zwischen dokumentierenden und kommentierenden Äußerungen zu unterscheiden und dadurch den Tatsachengehalt der Äußerungen besser einschätzen zu können. Ich habe schon mehrfach auch Kritik an diesen Schulchroniken gehört. Es stünde ja da etwas drin, was man ja aus Geschichtsbüchern längst wisse, makrohistorische Eintragungen seien ohne Wert. Das stimmt nur bedingt. Entscheidend ist, was der Verfasser der Chronik hier mit einbringt, wie er das kommentiert, wie begeistert er diese Ereignisse, auch die vorgegebenen, formuliert und verfasst oder mit welcher Gleichgültigkeit er das tut. Diese 950 Jahre feiern und ich habe mich damit eigens auseinandergesetzt, ich habe mir alle Chroniken, die überliefert sind hier bei uns im Archiv mindestens, angesehen und man kann sehr gut sehen, dass hier große Unterschiede vorherrschen. Das ist eben etwas, was man hier bei uns im Wiener Stadt- und Landesarchiv tun kann. Wir haben die größte Sammlung an Schulchroniken österreichweit und man kann hier quer über die Bezirke, quer über die Schulen, quer über die Personen nachschauen, wie gewisse sozialisierende Maßnahmen des jeweiligen politischen Systems sich auch niedergeschlagen haben und ausgewirkt haben. Diese Euphorie, diese beinahe Hysterie,
die es in der Zeit des Nationalsozialismus gab, auch die zeichnet sich ab, wie gesagt, den Schulchroniken wie vorhin, auch wenn da die Überlieferungslücken relativ groß sind. Hier sind wir bereits im relativ harmlosen Gewässern. 1959, der Tag der Fahne, da hat man den Ablauf des Schulfestes sehr genau detailliert beschrieben, was welches Kind zu sagen hatte, welches Gedicht und so fort. Aber das war so umfangreich und maschinenschriftlich festgehalten, dass man es hier in ein Kuvert gesteckt hat und das Kuvert in die Chronik eingeklebt hat. 1960 dann hier eine eingeklebte Einladung zur Weihnachtsausstellung. Also der Charakter der Schulchroniken verändert sich im Laufe der Zeit in der Republik immer mehr. Und zuletzt gibt es dann in den 70er und frühen 80er Jahren Schulchroniken, die fast einem Fotoalbum ähneln, weil ganz viele Klassenbilder, Bilder von Schülerinnen und Schülern, Schulausflügen drinnen sind. Man könnte das fast als einen Übergang zu einer Schulhomepage betrachten, wie man das heute an den Schulen vorfindet. Ja, sehr wichtig, diese Schulchroniken von 150 Schulen sind nach einem Aufruf des Wiener Stadtschulrates im Jahre 1998 an uns gelangt. Und das Ganze basiert auf einem Erlass aus dem Jahr 1989, der inzwischen mehrfach erneuert wurde, zuletzt 2004, wonach Schulchroniken, die älter als 20 Jahre alt sind, und das müssten inzwischen ja alle sein, denn es hat ja nach 1986 kaum jemand die Chroniken fortgeführt, sind an das Wiener Stadt- und Landesarchiv weiterzuleiten. Es ist traurigerweise noch immer so, dass Schulchroniken in privaten Händen landen, dass wir diese Chroniken dann vom Dorotheum Wien angeboten bekommen und dann kaufen müssen. Ich kann an Sie nur appellieren und Sie bitten, wenn Sie Chroniken haben, bei Ihnen an der Schule, geben Sie sie an uns ab. Sie können die weiterhin benutzen, beforschen. Sie steht ja weiterhin zur Verfügung, aber sie bleibt bei uns konservatorisch gesicherten, in einer gesicherten Situation für die Nachwelt erhalten. Ja, zu den Lehrern und Lehrerinnen möchte ich auch ein paar Worte sagen, zu den Quellen, die es dazu bei uns gibt. Natürlich, Schulchroniken sind auch Quellen, über die man etwas über Lehrer, insbesondere Schulleiterinnen und Schulleiter, erfährt. Hier auch die schon angesprochenen Standesausweise geben wertvolle Informationen über Lehrer. Ich habe mir die Mühe gemacht und wollte Karl Seitz finden, ja, und ich habe ihn in der Volksschule Panikengasse aufgespürt, allerdings zu einer Zeit, als er nicht mehr wirklich unterrichtet hat. Er war hier bereits Reichsratsabgeordneter und vom Schuldienst dispensiert. Also ganz rechts sehen Sie die Eintragung. Es ist schlecht lesbar. Reichsratsabgeordneter ist abgekürzt mit Groß, zweimal Groß R. Und er ist jeder Lehrtätigkeit in der Schule enthoben. Karl Seitz von 1919 bis 1920 Staatsoberhaupt der Republik Österreich sowie von 1923 bis 1934 Wiener Bürgermeister war, bevor er seine Laufbahn als Politiker eingeschlagen hatte, Volksschullehrer gewesen. Hier ein anderer Lehrer, ein Hauptschullehrer, der auch hier in Wien unterrichtet hat, war Karl Popper. Sie sehen ihn auch in einem Standesausweis festgehalten. Er hat in einer Hauptschule in der Schweglergasse im 14. Bezirk unterrichtet. Und ja, die Fächer kann man hier auch nachlesen. Mathematik, geometrisch zeichnen, Naturlehre. Ja, und dann steht noch drunter, wann er seine Mittelschulmatura
absolviert hat 1922 und dann noch, wann er promoviert wurde, 1928. Die Zahlen rechts daneben sind lauter Zahlen, wo er verschiedene Lehramtsprüfungen und so weiter absolviert hat. Dann, wo er gewohnt hat, in der Anton-Langer-Gasse im 13. Bezirk. Rechts davon, das ist hier im Bild nicht mehr zu lesen, sieht man auch, kann man auch etwas über seine familiären Verhältnisse, seine Gattin nachlesen. Das ist hier ein Brief Karl Poppers, den er damals geschrieben hat an den Stadtschulrat, den damaligen Stadtschulrat. Sie sehen da auf der rechten Seite Poppers Unterschrift und ganz unten sehen Sie eine sehr markante Unterschrift eines ganz bedeutenden Schulreformers hier in Wien. Es steht ja oben auch im Titel, das ist die Unterschrift Otto Klöckls, die man auf sehr, sehr vielen Schriftstücken hier im Wiener Stadt- und Landesarchiv im Bestand Stadtschulrat vorfinden kann. Also Karl Popper hat am 1. März 1934 um Verlängerung, hier am 12. Jänner 1934, seines unbezahlten Urlaubs angesucht. Also am 12. Jänner stellt er ein Gesuch an den Stadtschulrat um einen 6-wöchigen unbezahlten Urlaub. Er begründete dieses Ansuchen damit, dass er an einem umfassenden erkenntnistheoretischen Werk arbeite und aufgrund eines Vertrags mit dem Berliner Verlag Julius Springer verpflichtet sei, diesem bis 1. März 1934 für die Drucklegung ein Manuskript im vereinbarten Umfang abzuliefern. Die Arbeit bestünde vor allem darin, dieses Werk zu kürzen. Otto Goeckel, geschäftsführender Stadtschulratspräsident von Wien, bewilligt mittels persönlichen Vermerk und Unterschrift dieses Gesuch. Also man kann da lesen, Urlaub bis inklusive 28. Februar gegen Einstellung der Bezüge bewilligt. Popper schafft es aber nicht, bis zu diesem Zeitpunkt sein Manuskript fertig zu bekommen und bittet dann am 1. März 1934 um Verlängerung seines unbezahlten Urlaubs. Und der wird ihm dann bereits von Goeckels Nachfolger, einem Repräsentanten des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes, nämlich Richard Schmitz, bewilligt. Sein sozialdemokratischer Vorgänger Otto Goeckel war im Gefolge der Ereignisse des Februar 1934 verhaftet und seines Amtes enthoben worden. Ähnliches galt übrigens auch für Leopold Zechner, den Hauptschuldirektor und Vorgesetzten Poppers. Auch den hat man im Februar 1924 zwangspensioniert, wobei man sagen muss, Goeckel wurde ja in Wöllersdorf inhaftiert. Zechner wurde nur des Amtes enthoben. Und Leopold Zechner wurde nach 1945 der erste demokratische Stadtschulratspräsident nach Ende des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes, nach Ende der NS-Zeit und war auch eine sehr bedeutende Persönlichkeit, ein Anhänger der Schulreform Goeckels. Also es ist sehr spannend, dass hier drei bedeutende Leute für die Entwicklung und die Reform des österreichischen Schulwesens, zwei große Geistesgrößen, könnte man sagen, Popper, Zechner und Goeckel hier zusammentreffen in einem Schriftstück. Denn Zechner hatte das Schriftstück von Popper weitergeleitet an den Stadtschulrat. Hier ein anderes Schriftstück aus dem Bestand des Wiener Stadtschulrates, das auch von der Schuldirektion an den Stadtschulrat weitergeleitet worden war. Und es betrifft Dr. Maria Lasersfeld, diese große Sozialforscherin. Sie ist im Jahr 1934 in ihre ursprüngliche Konfession zurückgetreten, also unter dem Druck, also wieder eingetreten, unter dem Druck einer seitens des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes betriebenen Politik der Rekonfessionalisierung des Schulwesens, der gleichzeitig sehr bedrohlich hohen Arbeitslosenzahlen unter Lehrkräften sahen sich Lehrerinnen und Lehrer veranlasst, ihren in den Jahrzehnten zuvor vorgenommenen Religionsaustritt rückgängig zu machen. Ein Beispiel dafür ist eben Marie Jahoda Lasersfeld. Sie war zu dem Zeitpunkt, wo wir sie nachlesen, bereits geschieden, drum nur mehr Jahoda, um sich ihre
sie hat diesen Wiedereintritt vorgenommen, um sich ihre existenzsichernde Stelle als Hilfslehrerin in der Volksschule Wien 3, Hörnesgasse 12 zu bewahren. Sie ist im Februar 1934 wieder eingetreten. Wie gesagt, ihre Schulleitung hat dies am 8. März an den Stadtschulrat mitgeteilt. Ihre Stelle als Hilfslehrerin konnte diese bedeutende Sozialforscherin dennoch nicht behalten, zumal sie im Widerstand tätig war als revolutionäre Sozialistin. Und das ist sehr bald darauf bekannt geworden. Ja, die Diskussion um den Religionsunterricht, die Konfessionalisierung, die schwelte die ganze Zeit, die ganze Zwischenkriegszeit. Der sogenannte Klöckl-Erlass hat sehr viel zur Entzweiung der Koalition der Sozialdemokraten und Christlichsozialen beigetragen. Unter der Regierung Dollfuß 1933, also nach Ausschaltung des Parlaments, ist der Klöckl-Erlass wieder abgeschafft worden. Und das hat dann in der Folge auch diesen Druck auf die Lehrer ausgelöst, denn es wurden Lehrer und Lehrerinnen bevorzugt, die an den wieder verpflichtend gewordenen konfessionellen Übungen begleitend teilnehmen konnten. Also mit den Kindern in die Schulmesse oder in die Synagoge gehen konnten oder auch das Schulgebet mit ihnen verrichten konnten. Da hatten konfessionslose Lehrerinnen wie Marie Jahoda das Nachsehen. Hier sieht man ein Protokollbuch des Wiener Stadtschulrates. Es waren so viele Kinder, die damals wieder in den Religionsunterricht gegangen sind und sich dafür angemeldet haben, dass man im Wiener Stadtschulrat sogar einen Stempel geschnitten hat, also wo man das nur mehr reingestempelt hat in das Protokollbuch, um das nicht eigens immer neu schreiben zu müssen. Hier haben wir einen Prüfungskatalog bzw. einen Vorspann dazu. Auf der allerersten Seite eines Prüfungskatalogs, wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit, ein Jahrhundert früher, war der Name der Schule nachzulesen und dann das Schulpersonal aufgelistet. Also es geht hier auch um Lehrer und ich finde es sehr spannend, wenn man hier sich die Lehrer einer Schule durchliest. Und man findet hier die Namen vor, des Katecheten, des Schulaufsehers, des Schullehrers. Also das ist hier eine hierarchische Gliederung. Ganz oben steht der Katechet und ganz unten stehen die Schulgehilfen, also die Hilfslehrer. Und wenn man sich das Alter anschaut, also dieser Hilfslehrer Peter Bleich war 31 Jahre alt, hatte aber bereits 16 Dienstjahre. Oder die anderen Gehilfen hier. Dieser Karl Dux war 23 Jahre alt und hatte bereits 7 Dienstjahre. Also man ist damals schon sehr früh Lehrer geworden und das hing mit der theresianischen Schulordnung zusammen, wonach man nach 6-jähriger Schulpflicht bei ausreichender Begabung dann noch weitere 2, 3 Jahre an der Normalschule höchstens 2 Jahre draufgesetzt hat und dann bereits Lehrergehilfe werden konnte. Übrigens ein Kupferstich, auf dem man Johann Ignaz Felbiger sehen kann, diesen Propst des schlesischen Augustinerchorherrnstiftes Sagan, der diese Schulordnung hier verfasst hat. Ja, hier haben Sie den Artikel, den Andreas Weigl zur Schulordnung, der unser Wien-Geschichte-Wiki verfasst hat. Und das ist eine Beilage zu dieser Schulordnung. Martin Reiner hat mich unlängst darauf aufmerksam gemacht, dass es am Ende dieser Schulordnung im Anhang bereits Formulare gibt, von der Felbiger und Maria Theresia wollten,
dass sie auf diese Weise befüllt werden. Also hier hat man links die Namen der Schüler einzutragen gehabt und dann jeden Tag die Fehlstunden. Man hatte überhaupt keine einzelnen Unterrichtsfächer. Es ging hier in erster Linie um Anwesenheit und Fleiß. Das waren die Hauptqualifizierungsmerkmale. Und über das Jahr hinweg, beziehungsweise über die Schulkurse, es gab einen Frühjahrs- und einen Herbstkurs, wobei die Kinder am Land von einem dieser beiden Kurse dispensiert waren. Also alles das lässt sich in dieser Schulordnung sehr schön nachlesen. Also diese Jahresleistungen sind hier pro Schüler eingetragen worden und wurden dann der Schulkommission weitergeleitet, also der Schulaufsicht. Das ist jetzt ein jüngerer Schulkatalog, schon aus jüngerer Zeit, also auch noch aus den 1850er Jahren. Und da sieht man bereits die einzelnen Unterrichtsfächer eingetragen. Hier sind einige Stammdaten links, schlecht, und Aufnahmen des Schülers bzw. der Schülerin. Und hier Stand der Eltern, also den Beruf, und dann, wann der Schuleintritt erfolgt ist, und dann die Latte von Fächern, die das Kind zu absolvieren hatte. Man kann diese Fächer eigentlich grob in Schreiben, Rechnen, Lesen zusammenfassen, wobei Schreiben in lateinischer Schrift und Kurrentschrift zu unterteilen war. Und ein viertes Fach war natürlich auch sehr wichtig, der Religionsunterricht. Es gab hier keine Ziffernoten, sondern man sieht hier diese Buchstabenabkürzungen, die stehen für sehr gut, gut, mittelmäßig und so weiter. Das ist dann die Nachfolge, das Nachfolgeschriftgut zu diesen Prüfungskatalogen. Die nannten sich Katalog über den Schulbesuch und Fortgang der Schülerinnen. Da haben sie so einen Katalog aufgeschlagen aus der Stumpergasse, aus der Volksschule Stumpergasse, eine Schülerinnenvolksschule, wie man hier ganz links lesen kann. Das sind ganz links die Fehlstunden eingetragen worden und rechts die Unterrichtsgegenstände mit den Noten. Ganz rechts sind dann noch Anmerkungen, die mit Unterricht interessant sind. Man versteht, da sehen Sie, die Unterrichtsgegenstände sind hier bereits wesentlich genauer aufdifferenziert mit Geografie und Geschichte, Naturlehre, Geometrie und geometrisch Zeichnen, Gesang, Turnen, Haushaltungslehre und Handarbeiten, bildet sich ein bereits erheblich veränderter und erweiterter Kanon von Unterrichtsfächern ab. Weiters kam es zu der schon bisher vergebenen Betragungsnote, kam zu dieser bisher schon immer vergebenen Betragungsnote Sitten, nun auch eine Note für Fleiß hinzu. In einem größeren Freiraum für Anmerkungen wurden in Bezug auf Schülerinnen und Schüler insbesondere negative oder auch positive Beobachtungen festgehalten. Im hiesigen Fall ist hier nachzulesen, hier ganz rechts unter Bemerkungen, dieses Kind ist gesund, geistig ziemlich entwickelt, lebt in guter Pflege und hat, da die Mutter etwas zu nachsichtig, einen gewissen Hang zum Leichtsinn. Das Sprachtalent ist bei dem Kind besonders entwickelt. Gerade diese Bemerkung ist es, die dann ab 1922, 23 in den Schülerbeschreibungen, also das ist ein Schriftgut, das diesen Katalogen nachfolgt, also breiten Raum einnehmen wird. Das ist jetzt ein, man könnte sagen, paralleles Schriftgut, das sich auch in gewissen verschiedenen Formen seit der Schulordnung Maria Theresias entwickelt hat. Das sind die sogenannten Schulmatriken. Die bilden eine wichtige Grundlage
das unter staatlicher Aufsicht stehenden Schulwesens, und das ist eben seit mehr oder weniger stark 1774 der Fall. Diese Matriken wurden von jeder Schule geführt und jeder Schüler bzw. jede Schülerin wurde darin mit seinen Grund- und Stammdaten erfasst. Also rechts diese Stammdaten, links die einzelnen Jahre, die das Kind an einer Schule verbracht hat und die im Quartal gegebenen Noten und auch wieder sehr viele persönliche Anmerkungen. Das ist hier ein bisschen rauskopiert, die Seite von vorhin. Der Knabe heißt oder hieß Friedrich Schönbacher, 1868 geboren. Man kann hier beim Stand und Wohnort des Vaters nachlesen, dass der Vater Franz Schönbacher Zeugmacher war und schon verstorben war. Seine Mutter Caroline Schönbacher war eine Handarbeiterin und ja, er war ein Waisenkind und war deshalb vom Schulgeld dispensiert. Hier sieht man seine Noten und eben diese Eintragungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Also wenig beanlagt, das könnte man mit wenig talentiert oder gut veranlagt interpretieren, ohne Talent, sehr empfindlich gegen Tadel, Lügnertyp, also das ist mitunter auch sehr derb, was hier oder sehr undiplomatisch, was hier eingetragen wurde, nicht reif, nicht reif, das bezog sich auf den Aufstieg in die künftige Klasse und dann hier unten vagabundiert, statt die Schule zu besuchen, frech, faul und so weiter. Das findet man in den Matriken vor. Und man muss dazu sagen, Sie haben ja auch vorhin gemerkt, auch in den Schulkatalogen waren ähnliche Eintragungen, eine Charakterisierung der Schülerin. Man hat seit 1870 diese Kataloge und Matriken parallel geführt. Und viele dieser Eintragungen stellten auch einen großen Verwaltungsaufwand dar und waren inhaltlich sehr redundant. Man hat ja viele dieser Stammdaten zu den Schülerinnen und Schülern ja im Katalog auch drinnen gehabt. So hat man mit dem Jahr 1800, Schuljahr 83, 84, aufgehört, Matriken zu führen und hat einfach zu den bestehenden Katalogen Evidenzprotokolle, also so eine Art Registerbücher, die alphabetisch organisiert waren, geführt, um die Schüler in den Katalogen auffinden zu können. Die Kataloge waren nach Schuljahr wurden die immer neu angefangen. Für jedes Schuljahr wurde jedes Kind neu in einen Schulkatalog eingetragen, während die Matriken über die ganze Schullaufbahn innerhalb einer ab 1870 war die Schulpflicht dann eine achtjährige, also über diese acht Jahre Volksschule hinweg, beziehungsweise die 3 Jahre Bürgerschule, die dann mitunter dazu kamen. Man hat einfach ein Register gemacht, angelegt, um den Schüler im Katalog wiederzufinden und musste nicht diese vielen Daten parallel führen. So verschwinden die Matriken eigentlich 1884, 95 und man könnte sagen, Indexbücher zu den Katalogen tauchen auf für etwa 20 Jahre. Und diese Indexbücher werden wiederum durch solche Karteien dann abgelöst. Das ist ein Schülerstammblatt betreffend ein Mädchen, Emilie Fey, aus dem Jahr 1905. Also anstatt dieser Evidenzprotokolle, dieser Indexbände, treten solche Karteien. Das Mädchen war ein Flüchtling, wie man hier ganz unten sieht. Und es kam aus Nisko, das ist damals in Galizien gewesen, an der polnischen Grenze. Und es war 1914, als Lemberg gefallen war, also dieses ganze Gebiet im Ersten Weltkrieg von der russischen Armee, zaristischen Armee erobert wurde. Und so dieses Mädchen mit seinen Eltern, der Vater war ein jüdischer Advokat, nach Wien geflüchtet ist. Also auch aus diesen
Quellen lässt sich einiges über Schüler lernen. Hier haben wir ab 1922/23 dann die Nachfolgekartei zu diesen Evidenzblättern, wie wir sie gerade eben gesehen haben, im Zusammenhang mit diesem jüdischen Mädchen. Hier sind nicht nur die Klassen, die das Kind absolviert hat, festgehalten, sondern auch die Abschlussnoten der letzten Klasse, wo das Kind an einer Schule war. Das sind diese Aufnahmen und Schulstammblätter, wie sie eigentlich bis weit herauf existiert haben, bis vor Einführung der Elektronifizierung und die auch heute noch 90 Jahre lang an einer Volksschule aufbewahrt werden müssen, um dem Kind nötigenfalls ein neues Abschlusszeugnis ausstellen zu können. Also von diesen Schulstammblättern haben wir noch sehr wenige hier bei uns im Archiv, aber sehr, sehr viele müssten noch in den Altregistraturen der Schulen sein. 1922 wurden diese Kataloge, wo diese Noten eingetragen wurden, jährlich abgelöst durch sogenannte Schülerbeschreibungen. Ich habe hier jüngst einen Schülerbeschreibungsbogen gefunden, der für ein gewisses Kind namens Erich Brauer ausgestellt war. Und Sie werden das schon erraten haben. Es handelt sich hier um den Schülerbeschreibungsbogen von Arik Brauer. Arik Brauer ist in 1940 in die Schule Grüngasse, also im 5. Wiener Gemeindebezirk 14 gegangen. Das war eine Schule, wie das damals genannt wurde, für christliche und konfessionslose, nicht-arische Kinder in der Ostmark. Also Arik Brauer hat das Mischling gegolten und es ist hier ein Schülerbeschreibungsbuch für ihn angelegt worden. Diese vorgedruckten mehrseitigen Bögen lösten, wie gesagt, diese Kataloge über den Schulbesuch und Fortgang der Schüler ab. Hier haben wir ganz links die Stammdaten. Das sieht man auch eingetragen, dass Arik Brauer 1940 aus der jüdischen Kultusgemeinde ausgetreten war, sicherlich in der Hoffnung, dass ihm das nützen werde, überleben zu können. Sein Vater Arik Brauer hatte dann als U-Boot-Weite in Wien, also sich versteckt und hat die Messherrschaft überstehen können. Seinem Vater war das nicht vergönnt. Man sieht hier, sein Vater Simon Brauer war Schuhmachermeister und ist im KZ ermordet worden. Diese Schülerbeschreibungen enthielten für die gesamte Schulzeit die Noten. Wenn ein Kind die Schule gewechselt hat, ist der Beschreibungsbogen mit ihm weitergewandert und dort sind die Eintragungen fortgesetzt worden. Die Informationen wurden vom jeweiligen Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin in den Schülerbeschreibungsbogen eingetragen und als eine Art Gegencheck mussten auch die Eltern einen Fragebogen ausfüllen und dieser Fragebogen wurde dann der Schülerbeschreibung beigelegt. Die von den Eltern beantworteten Fragen nach der leiblichen Entwicklung des Kindes, dem Vorstellungsleben, Gefühlsleben und dem Willensleben und Handeln mussten beantwortet werden und sind eben hier auch vorzufinden in so einer Schülerbeschreibung. Rechts sieht man ein anderes Formular, wo es um das Zustandekommen der Leistungen des Kindes und auch seine körperliche Beschaffenheit geht. Der Einführung dieser Schülerbeschreibungen lag die schulreformerische Idee zugrunde, hinsichtlich der Schülerbeurteilung und des damit verbundenen Ausleseproblems eine breitere und aussagekräftigere
Information verfügbar zu haben. Über das Fortsetzen der Schullaufbahn in einer weiterführenden Schule sollten nicht mehr allein Schulnoten ausschlaggebend sein, sondern auch die Informationen über die Leistungsentwicklung im Längsschnitt herangezogen werden können. Die Schülerbeschreibung ist demnach mit dem Schulkind von Klasse zu Klasse, wie gesagt, weitergewandert, auch über einen Schulwechsel hinweg. Das wurde weiter verschickt und weitergegeben, bis eben die Schullaufbahn beendet war. Hier haben Sie noch eine Anamnese des Schularztes über diverse Impfungen und unterlittene Krankheiten. Und rechts in 26 Punkten untergliedert verschiedene Fragen betreffend die geistige Beschaffenheit des Schülers. Darunter fanden sich Fragen auch betreffend die kognitive Leistungsfähigkeit des Kindes. Persönlichkeitspsychologische Merkmale, also Erregbarkeit, Sozialverhalten in der Gemeinschaft, sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Hier zum Beispiel finde ich das sehr schön in Bezug auf Arik Brauer, die Kategorie Denken, da steht oft sehr verblüffend gut, also diese positiven Sachen kann man ja erwähnen. Oder wenn man sich die Noten anschaut, bei Singen und auch bei Freihandzeichnen hatte Arik Brauer durchwegs lauter Einser. Also auch in einer Schule, oder in einem Schulsystem, das ihm mitunter nicht wohlwollend gesonnen war. Und am Ende dieses Bogens ist ja die Schulbahn und Berufsberatung. Auf das zielt ja der ganze Bogen eigentlich ab. Ihr sollte dann am Ende der Schullaufbahn ein Resümee gezogen werden und dem Kind, dem Schüler und der Schülerin etwas empfohlen werden können. Auf der allerletzten Seite einer solchen Schülerbeschreibung haben Sie die Stempel der vom Kind besuchten Schulen festgehalten. Die Grüngasse, das ist hier der Wiki-Artikel zu dieser Schule. Arik Brauer ist hier noch nicht drinnen festgehalten, zumal, wie gesagt, ich diesen Bogen erst jüngst vorgefunden habe. Ehrenbücher sind auch etwas eher Kurioses, was es zu Schülern gibt. Ja, da hat man halt den Klassenprimus des jeweiligen Jahres eingetragen und in einem Buch, das ja schön gestaltet war und das man mitunter auch zu repräsentativen Zwecken heranziehen und herzeigen konnte. Ich komme jetzt schon zum Schluss, möchte aber noch die Fotos als eine wichtige Quelle für Schulgeschichten erwähnen. Diese Fotos sind hier aus dem Wiener Presse- und Informationsdienst, also aus dem Bestand des BIT. Wir haben hier ein Foto links aus dem Jahr 1949, wo nach mehreren Jahren des Wiederaufbaus die Schule endlich wieder eröffnet werden konnte und die Kinder wieder zur Schule gehen konnten. Und das erinnert ja fast an gegenwärtige Verhältnisse, wo sich Schüler mitunter auch schon wieder auf die Schule freuen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich in der Hoffnung, sowohl ihr antiquarisches, monumentalistisches, aber auch kritisches Geschichtsinteresse ein wenig befriedigt zu haben. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Geduld. Und damit ende ich und stehe für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Danke, Stefan. Das war ein Wahnsinnsüberblick über die Schulbestände und vor allem, ich finde, bei deinen Schilderungen beginnen sie dann immer so zu leben und die Fragen tauchen natürlich auf. Und ich habe jetzt kurz gesehen, es gibt zwei Fragen schon zu den Fragen. Es gibt die Möglichkeit, über den Chat zu formulieren oder Sie können auch aufzeigen bei den Reaktionen,
Und ich würde dann die Leute aufrufen und sie können dann ihr Mikrofon einschalten. Stefan, ich sag dir mal die Fragen, die aufgetaucht sind. Die eine war zu den Schülerbeschreibungsbögen, ob die älter als 90 Jahre sind, schon alles kartiert sind, war die Frage. Ja, also die Frage ist sehr berechtigt. Schülerbeschreibungsbögen sind, so wie ich das beobachte, nur als Splitter überliefert. Auch hier im Fall der Grüngasse ist es so, dass das ja eine Schule war, die 1950 zugesperrt wurde, also in den 50er Jahren, und dann übergeben wurde an, also deren Altunterlagen an die Margaretenstraße, und von dort ist es dann über diesen Umweg zu uns gekommen. Es war so, dass man in den 70er Jahren aufgehört hat, diese Schülerbeschreibungen zu führen. Es heißt, das lag einfach daran, dass das Kind, so gut die Absicht ursprünglich war, doch für die Lehrkräfte sowas wie ein gläsernes Kind war. Also wenn das arme Kind in der Volksschule in der ersten Klasse ein Bettnässer war, so hat das Lehrerkollegium 10 Jahre später noch immer nachlesen können. Und das ist jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein Beispiel, dass es gibt andere Dinge auch. Jedenfalls, es war für das Kind nicht immer nur positiv, wenn man gesehen hat, das Kind war ursprünglich zum Beispiel ein ganz schwacher Schüler. Also es hat oft verhindert, dass ein Kind einen Sprung macht, dass es sich weiterentwickelt. Und es waren diese Schülerbeschreibungen mitunter auch vorurteilsbildend. Man hat diese Schülerbeschreibungen vernichtet, und sie sind eher zufällig noch vorhanden. Also wenn man so einen findet, ist es eher, oder kleine Restbestände bestehen und uns angeboten werden, ist das eher ein Zufall. Die nächste Frage war, wer hatte Einblick in die Schulchronik während der Zeit ihrer Niederschrift? Wer hat Inhalte kontrolliert und wo wurden die Schulchroniken aufbewahrt? Also Schulchroniken konnten vom ganzen, also meines Wissens, vom Lehrerkollegium eingesehen werden. Das waren keine Geheimschriften. Das waren Dinge, die man hergezeigt hat. Die dienten auch der Repräsentation. Es gibt in diesen Schulchroniken viele Prominente, die gekommen sind. Also wenn der Kardinal Linitzer gekommen ist in die Ruckergasse, der Schule einen Besuch abgestattet hat, dann hat er sich in der Schulchronik, hat er einen netten Spruch reingeschrieben und verewigt. Das war keine exklusive Sache. Dann ist noch die Frage, sind schriftliche Berichte von Schulinspektoren über visitierte Schulen überliefert? Es gab verschiedene, und das gibt es auch heute noch, Inspektionsbezirke, und es sind auch von einzelnen Schulinspektoren Unterlagen an uns gekommen, aber das ist wirklich sehr wenig und nicht sehr repräsentativ. Wo es viel mehr gibt, ist der Bezirksschulrat bzw. der Stadtschulrat und der dortige Schriftverkehr, die disziplinären Angelegenheiten betreffend. Da ist sehr, sehr viel enthalten, da kann man sehr viel nachlesen. Es ist ein sehr, sehr wertvoller Bestand. Wie war noch einmal der erste Teil der Frage? Da war noch etwas Spannendes dran. Da waren nur, sind schriftliche Berichte von Schulinspektoren über visitierte Schulen überliefert. Ja, das wollte ich noch sagen. Für den Zeitraum vor der Entstehung, also bevor
die Trennung von Wiens und Niederösterreichs von Staaten ging, also bis 1920, bis 1922, liegen diese Inspektionsunterlagen Wiener Schulen betreffend noch beim Landesschulrat von Niederösterreich. Also das ist auch ein Quellenbestand, wo man sehr viel über die Wiener Schulen und derartige, wie ich gesagt habe, Blackbox-Schule, was sich da abgespielt hat im Unterricht. Also da kann man über diese Quellen sehr viel erfahren. Und eins noch, natürlich, gerade was die NS-Zeit anlangt oder auch die Jahre vorher, da gab es sehr viele, eine ganz wichtige Quelle in dieser Hinsicht, die ich nicht erwähnt habe, sind die Personalakten. Wir haben bei uns im Wiener Stadt- und Landesarchiv ja nur die Personalakten von Gymnasiallehrerinnen und Lehrern. Wir haben sie nicht von den Pflichtschullehrern. Die liegen alle noch bei der Bildungsdirektion. Das sind ganz, ganz viele von den 1920er Jahren aufwärts bis in die Gegenwart. Und auch in Niederösterreich gibt es die für ältere Zeit. Also was disziplinäre Angelegenheiten anlangt, hat man eben die Aufsichtsbehörde und ihre Quellen einerseits und die Disziplinierten andererseits, die Lehrer selber, wo sich das im Personalakt mitunter niederschlagen kann. Ja, dann war noch die Frage wegen der Veröffentlichung, weil es gab Interesse von später Einsteigenden und da der Verein für Geschichte der Stadt Wien wird deinen Vortrag auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen und der ist dann dort anzuschauen. Dann kommt noch eine Frage, gibt es auch Quellen zu den Standorten der Musikschulen der Stadt Wien ab 1945, 46 oder auch über Privatmusikschulen davor? Also die Musikschulen oder die Musikschule der Stadt Wien, da haben wir noch sehr wenig übernommen. Da müsste man schauen, was wir im Bestand der MA 13 haben, beziehungsweise was bei der Musikschule der Stadt Wien, die verwaltungsmäßig vom Herrn Gehringer betreut wird, selber noch liegt. Aber aktuell bei uns ist da, nein, also da würde ich, das würde ich beinahe ausschließen, dass da sehr viel bei uns ist. Ich sehe jetzt keine weitere Frage mehr. Die Frage ist, ob der Stefan jetzt noch da ist oder ob der verschwunden ist. Stefan? Ich glaube, er ist rausgefallen. Er ist rausgefallen. Es gäbe, glaube ich, noch vom Herrn Heilbrunn eine Frage. Er hat die Hand gehoben. Ja, guten Abend. Ich bin ein Engländer und kenne mich nicht aus mit Schulsachen. Also, mein Mutter ist 1907 in Wien geboren. Und die erste Frage ist: Wie alt würde sie gewesen sein, um zuerst in der Volksschule zu gehen? Wie alt sie gewesen sein mussten? Ja. 6 Jahre. 6 Jahre. Und das Geburtsdatum, der Stichtag war immer, glaube ich, Ende August oder Anfang September. Und ja. Sie sind Januar 1907 geboren. So. Okay, also 6 Jahre. Und dann wie lang? Bis 14 oder 16? Wie lang würde die Volksschule sein? Die Volksschule, also ist jetzt natürlich 4 Jahre und war früher 8 Jahre. So mindestens 4 Jahre, meinen Sie maximal? Derzeit sind 4 Jahre Volksschule, ja. So, das heißt, dass sie nach 10, dann würde sie gehen auf die nächste Schule, der Hauptschule oder? Ja, es gab eine Bürgerschule. Welche Zeit? Ich habe es leider nicht verstanden. Sie sind 1907 geboren.
Ja, da konnte man in die Bürgerschule gehen. Mädchen sind meistens in eine Bürgerschule gegangen. Die Bürgerschule ist die Vorstufe oder die Vorschule der heutigen Hauptschule. Und sie hätte natürlich auch in ein Gymnasium gehen können. Ja, das glaube ich nicht, aber gut. Und ich habe den Herr Spivak gefragt, aber ich musste auch in Englisch schreiben, weil obwohl ich spreche ein bisschen und lese ziemlich gut, Schreiben fällt mir schwer. So die Frage wäre, wie kann ich anfangen, Ahnenforschung zu machen über die Schulzeit meine Mutter und ihr Geschwister. Wo fange ich an? Also wichtig ist, dass Sie einmal wissen, wo Sie gewohnt haben. Der Das Wohnort ist wichtig. weiß ich. Also Bezirk, den dritten Bezirk, aber und ich weiß die Adresse auch, aber Ja. Und da gibt es eben diese Bögen, diese Schulbögen, wo nach Adresse an sich das Kind, die Kinder einer Schule zugewiesen sind. Das Kind musste aber nicht in diese Schule gehen. Das war sozusagen ein Richtwert, weil man konnte auch, wenn die Eltern nicht wollten, konnte man auch in einen angrenzenden Bezirk in eine Schule gehen. aha. Und wie komme ich auf diese Liste? Da müssten Sie sich mit dem Dr. Spewak in Verbindung setzen. Am besten, Sie schreiben einfach ans, also ans Wiener Stadt- und Landesarchiv, an Aha. post@archiv.wien.gv.at. Post. Sehen Sie, zeigen Sie das mal wieder. Entschuldige. Sie können auf die Homepage vom Wiener Stadt- und Landesarchiv gehen, da finden Sie die Kontaktdaten. Okay, danke. Danke. Okay. Also vielen Dank. Weil es ist nicht einfach, weil es gibt, glaube ich, nicht durchgehend diese Bögen, wo die Schulen, wo die Adressen zugewiesen werden, das müsste man im Einzelfall dann überprüfen. Ja, ich meine, sie hat zwei Geschwister und zwei Brüder. So hoffentlich einer davon gibt's Daten irgendwo. Ja. Also es ist so, es sind nicht von allen Schulen alle Daten vorhanden. Das ist je nach Schule sehr unterschiedlich, was überliefert ist und was zu uns gekommen ist. Okay, danke. Ja, gibt es noch Fragen? Ich glaube nicht. Ja, dann danke ich für. Es gibt noch eine Frage von Ja. Gerhard Günzberg. Wo siehst du das? Weil ich würde das. Ah, Im ich bin. Chat. Ja, ich bin im Chat, aber ich sehe momentan keine Frage. Hand aufheben. Bitte. Also dann bitte die Frage stellen, gerne. Ich Hallo. habe das leider übersehen. Du bist raus, danke. Geh zu Kitty. Oder zum Christoph. Er Genau. kann gern zu mir kommen. Ja, genau. Kitty sagt, du kannst gern zu ihr kommen. Okay. Gut, super. Tschüss. Er ist unterwegs. Ja, aber Sie können die Frage schon stellen. Der Herr Günzberg, mein Vater ging laut einem Fragebogen in einen Realschule im dritten Bezirk. Ist das ein Gymnasium oder eine Bürgerschule? Aha, da müssen wir jetzt auf den Dr. Spewak warten. Eine Realschule ist, glaube ich, weder ein Gymnasium noch eine Bürgerschule. Das ist eine eigene Form der Schule mit mehr Mathematik. Aber ich glaube möglicherweise auch mit Matura im Abschluss. Aber wir warten jetzt auf den Dr. Spewak. Er kommt gleich. Ja, hallo. Stefan, die Frage war, ob eine Realschule im dritten Bezirk, ob das ein Gymnasium oder eine Bürgerschule ist, vom Herrn Günzberg. Warte, ich lasse es daher. Ja, eine Realschule ist weder Gymnasium noch Bürgerschule. Das ist eine eigene Kategorie. Also eine Realschule
wurde dann aufgewertet, eben in der Zeit der Schulreform glücklich. Und man konnte dann auch von einer Realschule aus, also mit einer Realschule Matura machen und die Universität besuchen. Die hat die Universität Reife bekommen. Also es war sicherlich näher bei einem Realgymnasium. Aber eine Realschule gibt es schon sehr früh, also seit dem 19. Jahrhundert. Und da gibt es auch verschiedene Entwicklungsstufen. Gut, ich glaube, schauen wir mal, ob es noch eine Frage gibt. Nein, ich glaube, das war jetzt alles. Susanne, siehst du noch etwas? Wir sind fertig, glaube ich. Nein, ich sehe auch nichts mehr. Gut, dann danke fürs Zuhören und für die vielen Fragen und gebe ich noch einen Daumen hoch, sieht man das? Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Wiedersehen.